Hey, wie läuft's? Wie immer. Gehört der zu dir? Nur vorübergehend. Hey, hey! Wie geht's dir, Mann? Das. Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles, hm? Bitte sehr. Danke, Gary. Ich verhungere mich. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Guten Appetit. Danke. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, es muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen.
Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ja. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Ja, das brauchen wir. Hast du vor einem Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Junge. Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Nach 6,5 Minuten darf ich auch immer reden. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Detroit Become Human. Und ja, wir sind jetzt der Connor. Ich sag echt, ich find's echt super cool. Was macht denn der? Ach, der macht da wieder sein seine Spirenzchen. Und wir sind jetzt wieder beim Connor und ich mag das so super, wenn wir hier mit Hank immer zusammen sind. Auch wenn der irgendwie ein bisschen. Ich meine, der hat Humor, kann man auch sagen, ne? Oder? Hank. So, hier müssen wir anklopfen. Da war aber noch was zum Analysieren. Und ich glaube, ja, aber Hank, komm. Den wollen wir jetzt nicht lange warten lassen. Schauen wir mal, was da liegt. Federn. Columba, Livia. Aha, ah ja. Hätte jemand einen Vogel wahrscheinlich. Jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Alter. Wir bleiben dicht dran. Hier wird sicher drin sein. Ja, komm, los geht's. Alter! Was zur Hölle ist das denn? Hab ja gesagt, hält jemand einen Vogel. Alter, nicht nur einen. Boah. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Na toll. Was zur... Alter, Hilfe. Ich möchte nur raus hier. Ah, was liegt da? Mal schauen. Eine Probe. Ah. Blaues Blut. Hier war auch ein Android. Ja, und da hat er auch sein LED. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diesen Scheißkorb nicht ertragen. Alter, was zur Hölle? Ganze Mauer voll gekritzelt. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. So, dann analysieren wir hier. Und genau, ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das haben wir doch damals in dieser Dusche auch entdeckt. So, rekonstruieren, gucken, was hier passiert ist.
Okay. Der hat hier dann ist er hier so. Gezeichnet hat er und dann ist er runter und dann. Das geht dann weiter so. Ah ne, wir haben das jetzt komplett. Ist ins Wohnzimmer gegangen. Seine Spur. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Was haben wir hier? Militärjacke. Aha. RT. Vermutlich Initial. Alter. Alter. Junge. Wie viele Viecher kann man denn hier bitte ertragen? Alter. PlayStation fängt an bald zu brennen. Ah ne, es war ja bei der Xbox One so. So. Das wird er sicher runtergeschmissen haben, um die Viecher freizulassen, um Spuren oder sowas zu verdecken. So, dann kam er hier raus, ist hier gerannt, hat das Ding irgendwie runtergeschmissen. Dann ist er durch diese Tür hier. Da liegt dann noch was anderes. Ne, doch nicht, nicht. Doch nicht, das dagegen. Und hier haben wir auch noch was. Ist ja, der ist da hoch. Man ist schon wieder auf dem Dachboden. Es ist doch da so creepy da oben. Hat er was da drin gefunden? Nein. Da ist er ja. Wartest du noch? Hinterher! Zack. Durch hier. Du kommst das ja nicht davon. Was? Du musst ja immer steuern, anstatt zu drücken. Ach du Scheiße. Also wo sind wir hier? Was? Alter, was? Alter. Renn hier durch. Alter, was? Wir müssen jetzt sogar auch Wege entscheiden, ganz schnell, wo man hier sicher vorbeikommt. Ach du Scheiße. Oh. Alter, wo sind wir hier? Ist das eine Hanfplantage? Shit. Rechts raus hier, genau. Der rennt da oben. Riskant. Alter, wir sind genau hinter denen. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ach du Scheiße! Alter, was? Ach du Scheiße. Keine Sorge, Hank. Den kriegen wir. Sorry. Junge, du könntest doch mal helfen hier, Alter. Um den Ruf zu schützen. War da gerade eine Drohne? Alter. Langsam. Ach, hier durch. Achtung. Alter. Achtung. Alter, fuck. Wir sind eben in der Plantage hier. Alter! Ja, Alter, wir helfen, Hank. Natürlich.
Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Nichts. Das Nest. Wir kriegen immer mehr Punkte. Hank retten, Trophäe erhalten. Genau, wir hätten es auch nicht machen können. Das hätte ich ungern getan. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich das echt ungern getan. Rupert ist entkommen. Naja, wir wissen, wo er wohnt oder wo er gewohnt hat oder sowas. Und wir wissen alles über den. Naja, wir hätten auch natürlich wieder andere Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, ich werde das eines Tages mal anders durchspielen, aber nicht als Let's Play. Aber mal anders durchspielen, auf eine andere Methode, auf die anderen Methoden und so weiter. Einfach mal zu sehen, was da passiert. So zum Beispiel, was jetzt wäre, wenn wir nicht Hank gerettet haben. Hätten wir dann bekommen? Weil hier haben wir ein anderes Bild und da oben hätten wir vielleicht auch ein anderes Bild. Und hier hätten wir Hank retten oder nicht. Wenn wir ihn verfolgt hätten, dann ging der Spaß vielleicht gleich weiter oder... Wir wären dann, dass Hank irgendwie gerufen hat, wir sollen ihm helfen oder sowas, dann wäre vielleicht eine Zwischensequenz gekommen, wo wir ihn hochziehen hätten müssen, so wie jetzt gerade. Und das hätte uns natürlich den Ruf zu ihnen oder die Software ein bisschen nicht gut gebessert, aber wir haben ja das Richtige getan immerhin. Also weiter geht's. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Wir sind jetzt wieder bei Markus in unserem Schiffswrack. Was haben wir hier? Aha, wir können ja Feuer machen. Ja, das wirkt hier alles ziemlich verloren halt, ne? Das sind ziemlich viele Leute hier. Und wer weiß, wie lang die hier noch unentdeckt bleiben werden. Sprechen können wir heute. Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten.
Nein, ich will mich nicht abschalten. Hoffentlich wird er sich nicht abschalten, ja. Also die Leute kaufen echt so ein Ding, oder klauen vielleicht sogar, so ein Ding für 8000 oder was auch immer das kostet. Und dann kann man sie einfach ihren Dreck manchmal damit. Zum Beispiel binden das an ein Auto fest und dann fahren die da rum oder was und zerren das Ding hinterher. Was zur Hölle? Können wir nicht mit jedem sprechen, auch dann da hinten? Nein. So, drehen wir die Kamera. Mache ich so selten irgendwie. Können wir mit ihr sprechen? Nein. Alle ziemlich schweigsam hier. Was ist hier? Die Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Also das ist jetzt echt creepy. Ich war's nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts. Also wirklich, ich habe. Okay. Ja. Alles gut, Kumpel? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Das ist echt krass hier. Können wir mit denen hier sprechen? Simon? Hallo? Alter, ich hab hier echt den Überblick verloren. Da links ging's da rüber zu dem anderen. Ah ne, sind wir wieder woanders. Alter, was zur Hölle? Sind wir das einfach an? Da sehe ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Naja. Können wir auch sprechen. Schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay. Ja, sollen wir mit den Leuten hier müssen sprechen, die halt noch aktiv sind. So, hier sind wir jetzt wieder bei denen hier, ja. Den können wir nicht reden, nein.
Den auch nicht. Da können wir noch entzünden hier. Ja. Zünd mal das an. Auch so was? Gott. Das war ja doch dieser eine Dingens da, den wir schon wieder gefunden haben. Wo die Leute ja dann abhauen möchten. Und ich habe es noch immer vergessen zu sagen, ich habe bei einer Umfrage oder sowas mitgemacht am Anfang. Ich bin ins Spiel reingekommen und da war so eine Umfrage, was ich mit einem Androiden oder wie ich die heutige Technologie einschätzen würde, wie ich da vertrauen würde und so weiter. So 10 Fragen, die habe ich aber nicht aufgenommen, aber ziemlich bisschen hat mich gewundert. Ich habe gedacht, das gehört zur Story oder sowas dazu. Scheint nicht. Kann man das öffnen? Bereits gelehrt. Route wird berechnet. Okay. Was haben wir hier zu tun? Also wir müssen mit Lucy sprechen, wenn ich nur wüsste, wer das ist. Komme ich hier durch? Nein. Gott. So, hier waren wir ja schon bei denen. Junge, woher soll ich das wissen, wer hier ist? Ah ja, das war die eine wieder. Die gefreezt ist. Soll mit ihr sprechen? Nein. Die stehen einfach in der Gegend rum, oder wie? Was ist denn hier? Bist du Lucy? Setz dich. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Trink das. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal.
weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir hatten alles und wir haben alles verloren. So kann man sagen. Wir sind einen Typen. So, Unterbereiter Simon, ein Plan. Ja, okay, wir müssen das so Simon. Wo ist denn der? Da vorne. Und man muss auch sagen, die ist ja komplett zerstört. Haben wir da nicht irgendwelche Teile, dass man das irgendwie zusammenbauen kann? Oder geht das irgendwie durch ihre Kraft oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Naja. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Ja, zusammen sind wir halt stark, ne? Wenn wir das halt machen würden. Okay. Ja, wir haben da alles 100% abgeschlossen. Zeit zu entscheiden. Und da gibt es keine Trophäe. Naja. Brauche ich auch nicht. Auf Jericho. Auf der Jericho. Da haben wir einfach ein bisschen geredet. Wir haben da alles gemacht. 100% abgeschlossen. Sehr gut. Ja, und wie es dann weitergeht. Wahrscheinlich mit Kara. Erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.